in Basel, jetzt mit Bitai, Tyre in Berlin und Virus hier in Osnabrück beim Tourauftakt. Nicht Tourauftakt, Tourauftritt, Tourstop. Rilla ist leider nicht dabei, der ist krank geworden. Lustig unterwegs heute auf jeden Fall. Ja, kein Ding. Rilla ist krank geworden, kann einer von euch ihm genau sagen, was passiert ist? Er war so drinne, dass wir ihn auch rausschmeißen mussten. Irgendwann auf der Tour, irgendwann hat er gesagt, lass mich einfach hier raus, ich bin zu drinne. Er hat gesagt, er ist zu drinne, deswegen wollte er unbedingt raus. Und dann, ja, sonst werden hier Leute rausgekommen und so. Weißt du, das ist krass. Also man kann es auch nicht beschreiben. Wenn du auf Tour bist, dann bist du einfach drinne. Und er war leider zu drinne. Gerüchte besagen, dass ihr Willa irgendwie am Rastplatz abgesetzt habt oder so? An irgendeiner Autobahn, stimmt das? Ausgesetzt oder was? Wir haben ihn abgesetzt in irgendeinem ausländischen Autobahnrastplatz. Ihr knebelt und ihr fesselt. Nee, natürlich nicht. Wir haben ihn im Hotel abgesetzt, unterwegs vom Weg nach Berlin nach Hannover, wa? Ja. Irgendwo. Auf jeden Fall am Arsch der Welt. In irgendeinem Kackdorf. Einfach hat gesundheitliche Probleme gehabt. Und der lässt euch alle schön grüßen von durch uns. Ach ja. Eigentlich sollte ich ihn den nehmen. Das müssen wir normal machen. Ja, müssen wir machen. Machen wir dann. Machen wir nach dem Interview. Was? Willa hatte Geburtstag auf der Tour? Das gebührend gefeiert, oder? Also, an Willas Geburtstag, da war alles vorbei. Leute, wenn ihr einmal Geburtstag feiern wollt, dann springt zurück in die Zeit, kommt zu dem Auftritt in Nürnberg, wo Gorilla Geburtstag gefeiert hat. Ja, unfassbar. Alter, dann seht ihr auch den rollenden Mensch, Alter. Ja, auf jeden Fall. Der legendäre rollende Mensch. Insider. Könnt ihr den Insider erklären? Nö, frag, musst du mit Joe ein Interview machen. Okay. Der erklärt euch den rollenden Buddha. Was hab ich denn gesagt? Der rollende Mensch? Der ist dasselbe. Okay. Haben doch alle die gleiche Mutter. Ja. Arbeitest du schon an neuen Sachen oder so? Ja, im September kommt mein neues Album raus, passend zur nächsten Tour, denn Fleisch und Blut heißt es. Fleisch und Blut? Fleisch und Blut. Kannst du schon ein bisschen was sagen, in welche Richtung es gehen wird? Wieder der elektronische Sound wie jetzt bei Goldständer oder willst du noch weiter experimentieren? Im letzten Interview sagtest du, du könntest dir selbst vorstellen, irgendwie Schlager-Sachen mal zu machen. Hauptsache ein bisschen experimentieren, sagst du? Hab ich doch gar nicht gesagt. Doch, doch. Was legst du mir denn da für Sachen in den Mund? Nee, es wird so, halt, so wie ich das halt mache. Ein bisschen Elektro, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen ich einfach. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Blut. Wie weit bist du vorangeschritten mit den Arbeiten da? Ist schon fertig? Nein, Quatsch. Ich habe jetzt ein paar Songs aufgenommen. Ich lasse mir da ein bisschen Zeit. Soll ja auch gut werden. Ich will ja nicht einfach irgendwas hinscheißen. Wie hast du das Ende des letzten Jahres mitverfolgt? Es gab so ein paar Debatten um Agro, weil Sido zum Beispiel nicht klar sich geäußert hat, ob er verlängern wird oder nicht. Das hat er jetzt getan. Flair hat sich ein bisschen missmutig über Agro gezeigt. Wie hast du das Ganze verfolgt? Gar nicht. Gar nicht? Nächstes Mal mitbekommen? Ich war krank. Die ganze Zeit? Ja, mit Fieber im Bett gelegen? Ich war flach gelegen und ich habe gar nichts mitgekriegt. Und im Nachhinein ist mir doch scheißegal, was die Leute reden. Es geht mir auch voll auf den Sack. Im Endeffekt, es ist so, wie es ist. Alles läuft so weiter, wie es weiterläuft. Wir machen alle, bis wir in Rente gehen, Musik fertig. Ist doch scheißegal, auch wo. Mal davon abgesehen. Also ich meine, okay, Agro Berlin ist ein Teil von uns allen, weißt du, natürlich. Aber im Endeffekt ist doch egal, wo wir Musik machen. Ja, normal. Ich kann mir schon vorstellen, dass dir auch ein bisschen was dran gelegen hat, dass Sido zum Beispiel da bleibt. Warst du involviert in seine Entscheidung? Habt ihr da mal drüber gesprochen oder so? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Okay. Du kannst dir ja mal das Foto angucken. Welches Foto? Na, das Pressefoto. Okay. Guck dir einfach an. Einfach nur angucken. Dann weißt du Bescheid. Okay. Tyre, ein bisschen zu dir. Ihr plant jetzt das Projekt Hauding. Da seid ihr schon seit längerer Zeit dabei. Wie weit seid ihr jetzt ganz genau? Wir haben jetzt zwei Alben fertig. Momentan streiten sich die Majors drum. Momentan. Also es ist gut, wenn sie sich hochschaukeln und so weiter, aber ja, wir arbeiten an Hauding, macht über Laune. Wir können endlich mal wieder richtig abgehen, so irgendwie, wa? Krasse Zeug, so die Jungs haben auch schon gehört und so. Ist schön, dass sich da ein bisschen alles part und mischt, also praktisch Gesänge. Also richtiger Gesang so und Rap und letztendlich sind wir einfach nur drinnen. Und der hat getroffen diesmal, cool. Ja, mehr braucht das Spiel nicht sagen. Ihr werdet die Alben werdet ihr hören. Wie ist die genaue Arbeitsaufteilung bei euren Projekten? Wie kann man sich das vorstellen? Die genaue Arbeitsaufteilung, das heißt, wer was macht? Wir sitzen einfach zusammen und wir machen
zusammen unser Ding. Ja, schon gehört, aber bei uns ist Highlife angesagt, wenn wir hautigen Zeug aufnehmen. Wenn es Balladen sind, wird meistens gefickt. Und wenn, wenn die Banger dran sind, dann gehen wir raus, keilen uns ein bisschen und dann geht's los. Man kann sich ja, wenn man dich und Willa sieht, schwer vorstellen, dass ihr Balladen singt. So, so im Stile von Xavier Naidoo oder Herbert Grönemeyer wird das ja wahrscheinlich nicht sein. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also Rilla ist ja Vollblutmusiker und Fakt ist eins, dass er natürlich das Musikding geschnallt hat einfach. Also das heißt, er kann auch singen und sehr, sehr schön singen sogar. Und bei mir ist es nun so, dass ich damals scharf war auf so eine Olle, die im Chor war und ich habe mich an die ran geschmissen, irgendwie gemerkt, ich komme nur an die ran, weil die so fleißig war, wenn ich in diesen scheiß Chor eintrete. Dann bin ich da eingetreten, bis ich, ja, wieder, auf jeden Fall konnte ich dann singen, plötzlich. Ja, von Haus aus brauchen wir natürlich Stimme, aber ansonsten, so musst du dir vorstrecken.